Nein. Nichts passiert. Was hast du gemacht? Na, gar nichts. Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Minecraft-Technik-Server Minecraft-Version 1.6.4 mit Luca.de. Nein, nein, nein. Na du, so, also wir kräften uns heute einen schönen Elumite-Hammer und dazu schmelze ich hier gleich mal das Elumite, das er uns Luca letztes Mal gegeben hat. Und ich möchte mir hier gerne noch ein wenig Obsidian kräften, das geht ganz einfach so mit dem Minimum-Stone. So. Dann brauchen wir als nächstes Aluminium Brass. Und ich glaube, davon hat uns Luca D sogar etwas mitgegeben. Ich könnte dir so was geben, ich hab da noch was von. Ah doch, du hast glaube ich etwa 17 Ingots oder so hast du mitgegeben. Ah ja, ich habe die da unten irgendwo. Wieso geht das mit dem Forst nicht mehr? Ah, jetzt geht das. Ach, der funktioniert dann doch mit einer Kohle, okay, also der kann Sticky Resin nicht vertragen. Okay. Ja, unsere Farm, also wird, unsere Farm wird sich jeden Moment ausschalten, wie ihr seht. Die Kiste ist jetzt dann schon fast voll. Und dann werden wir dann uns auch noch etwas damit beschäftigen, was wir aus den ganzen vorigen Zeplings machen. Aber das ist dann ja ungefähr so in 3-4 Folgen wird das dann erst kommen. Zuerst geht's. Genau, Sticky Resin in den Redstone Furnace bekommst du Sticky Resin. Echt? Ja, ist ein Bug wahrscheinlich, keine Ahnung. Okay, ja, das bringt bestimmt nichts. Okay, Aluminium Brass, 6 Stück, okay. Und aus ja, diesen... Du weißt jetzt immer Minimum. Oh, das Gold. Alumite braucht ja ewig zum Schmelzen. Ach nee. Doch, bei mir schon. Aber ich habe genug Lava in das Smeltery. Zack, zack. Okay, wir machen uns jetzt mal. Geht das so? Ne. Das heißt. Geht's vielleicht so? So, jetzt hast du ein paar Stacks, aber. Ich hab mir gerade ein paar Stacks aber erstmal gemacht, ja. Ich brauch mal ein paar Buckets. Weil nee, ich mach muss das nicht. Aluminium wieder rausnehmen. Nein, das flüssige Alumite muss ich wieder rausnehmen. Sonst kann ich mir keine Aluminium Brass craften. Ich verschneide jetzt mal den Schmelzvorgang eben mit ein bisschen Minium Stone. So, man sehen, hier müssen wir eigentlich noch Eisen drin haben. Genau. Dann craften wir uns mal ein paar Buckets, so ich hätte eigentlich Eisen dabei. Auch egal. So, Crafting Table haben wir hier. Und werden die Buckets jetzt neu aus Eisenplatten gekräftet, oder? Ist das auch von GregTech wieder geändert worden? Oh Gott! Blade Bending Machine, 3 Eisenplatten. Bucket? Bucket? What the fuck? Warte, warte, warte. Ah, witzig! Dieser scheiß Kangurus. Ich kenne einen Bug. Ich sag nur Zinn. Ein Zinnbug? Hoffentlich funktioniert der noch. Ich guck jetzt mal kurz. Funktioniert der Bug mit einmal bei Zinn? Nein! Aha. Okay. Dann habe ich keine Idee mehr. Vorher konntest du dir ja mal mit Zinn einmal machen. Ja, dann genau, ja. Da wird auch noch gleich deaktiviert. Wie viele Eimer brauchst du denn? 4. Also 2 habe ich schon. 4? Ich könnte dir nicht noch eben 2 ausleihen, solange. Mal sehen, geht ja, das so? Kann sich die Buckets hier erfüllen. Mal sehen. Ey, ich crafte uns bei ihm 2 Ender Chests. Wenn wir irgendwas brauchen gegenseitig, dann können wir das damit drüber porten. Ist das okay? Ja. Na gut, ich stelle eine bei mir jetzt auf hier. Welche Farben sollen die denn haben? Ja, was du gerade für Farben neben hast oder so. Ja, was soll ich für eine Farbe nehmen? Ja, hast du ich viel nehme Farben? Kaktusgrün. Ja, ich nehme alles weiß bis auf einen Kaktusgrün. Okay. Ich habe nicht so viel Kaktusgrün dabei. So, aber sag mir mal, wo das Kaktusgrün hin soll. Ich bin gerade bei dir unten gespawnt. Okay,
Ja, lebst am besten. Wo bist du denn? Da unterm Baum. Ja, ich komm grad hoch. Ach so. Hi. Ah ja, da bist du. Wohin? Erstellen Sie mal am besten davor die Eisenkiste da. Also hier hin. Ja, genau. Okay. So, funktioniert. Dann bin ich mal zu Hause und dann gebe ich dir die beiden Eimer. Okay. Ja, auf jeden Fall nice. Hat man Sinn? Ich weiß gar nicht. Ja, hier Guck ist mal, nichts. die Energiekiste. Ach ja, okay, ja, sind da. Dankeschön. Aber Moment, ich glaube irgendwie, das funktioniert gar nicht richtig mit den Buckets. Weil wenn ich hier rechts klicke, dann kann man sie nicht füllen. Dann Oh. nehmen wir den Casting-Basse wieder dahin. Und dieses wird full. Dann können wir das mal rauslassen. Vielleicht können wir hier die Buckets jetzt füllen. Mal sehen. 16 Uhr, 15 Uhr Ne, auf dem das geht Baum. nicht. Okay, ja, dann machen wir uns jetzt Aluminium-Brass. Und zwar brauchen wir Habe ich noch. noch. Ich habe noch Aluminium. Wenn du brauchst, ich habe 6 Waren. Ja, ich habe auch 6 Barren. Brauchst du noch oder hast du genug? Ne, 6 reichen. Na gut. Jetzt hätte ich das eben über die Kiste Und so glaube ich rüber. zumindest. Glaubst du zumindest? Ja. Aber ich hoffe, wir kriegen das Elumite hier wieder raus, weil sonst Elumite kostet viel. Ein Elumite Ingot kostet 2 Goldblöcke, oder? Ja, es gibt ja noch. Oder 2 Obsidian, 2 Eisen und 5 Aluminium. Nein, aber das ist auch genug. Ja. So war es zumindest bei mir. Ich habe es mir auf den fairen Weg gemacht, sogar mal ohne Minium-Stone, im Gegensatz zu dich. Ja, ich habe einen Minimumstone auch noch ich gebraucht bis jetzt. Für uns So. für Elumite. Du hast mir 4 gegeben und ich hoffe, die reichen. So, oh, ich habe ein bisschen Nuggets angesammelt. Ich wollte die eigentlich doch mal wegmachen, so. So, ich glaube, jetzt können wir diese Form hier reinlegen, genau. Und jetzt funktioniert das. Nee, das geht nicht. Dann müssen wir Zwei das Aluminium. so machen. Einmal Zinn. Und jetzt kriegen wir hier so ein Und Blank einmal Cast Gold. raus. Und von denen brauchen wir jetzt ein paar. Ungefähr. Ja, 3 brauchen wir mindestens. Und mal sehen, wie viel es gibt. So, jetzt baue ich Wen erstmal das hat's noch? Redstone hier ab. Es hat noch. Okay, sehr Muss schön. gerade Redstone abbauen mit Lack. Ja, ich brauche auch noch ein wenig Redstone, damit ich mir dann Energized Redstone, nicht Destabilized Redstone machen kann und damit Ich habe selber nicht mehr so viel. kann man sich dann Blaze Powder herstellen und dann können wir uns damit dann endlich mal ein Blast Furnace bauen. Quatsch den Ohr, ja, das muss ich dann wieder einschmelzen. Stimmt ja. Schon vergessen. Gerade gewundert. So, mit diesen Blank Casts, die können wir jetzt hier reinlegen. Oder? Ne, geht das doch nicht so. Oh Gott, wie ging denn das? Hier vielleicht. Auf der Karte Charcoal hat mich gerade gewundert. Ja, sag mal, wie kann man sich auch mit diesen Aluminium-Brass-Formen die diese Gussformen herstellen? Meinst du, wie man die Gussform von was herstellt? Ja, die Gussformen herstellen in das Smelt mit diesem Blank Cast. Oh, mal, ich komme zu dir. Aua. Ich habe jetzt Das hier ist. von denen ein paar gecraftet und da kann man sich ja dann die Formen irgendwie daraus herstellen. Oh, wie dumm. Du hättest da das Aluminiumbrass in dem Ofen einschmelzen müssen. Und dann hättest du eigentlich hier dann das Cast reinstecken müssen. Also eigentlich aus Stein, das ist Cast, was du hättest. Also, ich hatte Da jetzt reinstecken. so Also wenn eines du hatte ich jetzt. jetzt. Oder geht das Ja, nicht mit dem? dann hast du einen Blank. Ja, also hast du dir gerade die Blanks gemacht, hier die beiden. Ja, aber hier kann ich nichts rauslassen, wenn ich das drin habe. Ist da was drin? Da ist überhaupt nichts drin in der Smelterwine. Ja, ich habe jetzt alle. Ja, dann soll ich die nochmal einschmelzen. Ja. Was hast du denn da hier für eine. Du hast hier eine Alumite-Verschwendung, ne? Ja, das kann man mit dem Item Duct wieder. Fluid Duct kann man es wieder rausnehmen. Glaube Echt? ich. Du kannst noch einfach abbauen und wieder hinsetzen. Ja, dann ist das weg. Ja, ist es sowieso.
Nee, sie. So. Also, was willst du denn für einen Cast haben? Willst du irgendwie eine Ingot-Form oder irgendeine spezielle? Ja, diese drei, die man braucht, um den Hammer zu craften. Den Hammer. Ja, den Hammer. Warte. Ich hole mal eben. Hast du diese? Ich habe die Platten ja für den Hammer. Ich habe mir ja selber mal angestellt, aber ich habe noch die Sachen, die du brauchst, um dir selber welchen bauen zu können. Ach so, ja, das wäre gut, ja. Ich hole mal die eben. Also, ich muss jetzt mal gucken, meine Toolforge, was wir brauchen. Hast du überhaupt eine Toolforge bei dir stehen? Ja. Gut, die brauchst du nämlich dafür. Excavator, da ist der Hammer. Wo Ja, kann man die sie? Blank Pass, die hast du ja. Ja. Das Blank. So, man sehen, geht das so? Jein. Moment, wir köpfen uns mal einen Tank und damit sollte es ja gehen, dann kriegen wir das Elumite doch wieder raus. Den und den brauche ich. Haben wir denn noch Sand oder ein bisschen Glas? Ich hoffe es zumindest. Und dieses Blankteil. Wir haben kein Glas mehr und Ah, du auch hast kein eben was Sand. Falsches gemacht. Brauchen einmal den hier auch. Ist das Aluminium brauchst bei dir jetzt eingeschmolzen? Ja. Okay, ich komme dann sofort. Ich muss mal kurz noch ein bisschen gucken. Ah, okay. Ab ins System. So, Jetzt habe ich's. Jetzt ist es weg. wieso ist das jetzt weg? Ja, ich hab's. Was ist so? Ich wollte wieder ein Blank Cast machen, aber Wieso machst du die mal blank Cast? Die ich habe brauchst du nur eins nicht. gemacht, aber das Ganze ist jetzt rausgekommen. Und in Ja, aber ein blanker Cast braucht neun Ingots. Ach so. Idiot. Und das Elumite ist hier noch in den Fluidux drin. Also wir brauchen den hier, dann brauchen wir. Na dann müssen wir wohl hier einfach einen Tank nehmen. Dann haben wir und Den brauchen wir brauchen den hier, wir brauchen. warum habe ich den jetzt nicht bekommen? Ah, hier ist er. Okay, man sehen, damit Wo müsste es eigentlich bist? funktionieren. Wo ist die Toolrot? Hey, wo ist meine Toolrot hin? Ich hätte doch eine Toolrot. Nein. Toolrot, Toolrot, Toolrot. Wie funktioniert jetzt das? Ich würde ja kommen. Mir fehlt aber hier irgendwas. Irgendeine Rot fehlt mir hier. Elumite scheint nun doch weg zu sein. Okay, das hat es nicht gespeichert in den Fluidukten drin. Jetzt habe ich's. Also, wir brauchen die Toolrod, wir brauchen den Hammerkopf. Und wir brauchen ein blankes Pattern. Nein, wir brauchen kein blankes, wir brauchen ein Large Pattern. Oh, jetzt ist So. das Aluminiumbrass wieder da. So, jetzt komme ich. Ich meine, ich hätte jetzt alles. Aber. So, jetzt lass das Aluminiumbrass doch mal in Ruhe. Das ist jetzt drin, jetzt habe ich nichts Also, gemacht. zack. Ach, das geht zu. So, Ah. hier deine Toolrod. Danke. Dann Genau. dein Hammerkopf. Und jetzt kommt noch der Large Plate Pattern. Wahrscheinlich hast du jetzt nicht genug, oder? 4 Ingots? Nein, hast du nicht genug. Ich brauche 8 mindestens. Okay, ich kann sonst noch welches machen. Ich habe hier noch Oder warte, Aluminium. ich hab schon. Da geht's doch. Oder? Das sollte eigentlich gehen. So, jetzt müsstest du eigentlich nur noch an deiner Forge oder an der Toolstation. Das war jetzt aber ein Blank Cast. Ich weiß, das ist das Richtige. Ach echt? Anscheinend. Also jetzt hast du irgendwo hier deine Toolstation oder Toolrod, Toolforge meine ich. Ja, die steht hier. Na gut. Dann Hammer. Dann musst du die Teile einfach nur reinstecken und dann sollte da eigentlich rauskommen.
Okay, ja. Kam was raus, oder? Also bei der Toolforge meinst du jetzt? Ja, hat's geklappt? Haben wir hier. Ne, wir müssen ja das zuerst gießen, jetzt aus Alumite, also. Ich muss ja zuerst noch welches herstellen. Ja, das stimmt, ja genau. Du musst Eben. jetzt die Casts da reinstecken und dann irgendein anderes Material außer Aluminiumbrass nehmen. Aluminiumbrass darfst du jetzt nicht nehmen. So, wir brauchen ja noch ein paar Ressourcen. Du hast aber noch Aluminiumbrass hier drin, aber das müsstest du rausmachen, ne? Ja, ich brauche ja eben sowieso das Large Geteilt. Plate Pattern Ding da noch. Also ein bisschen Eisen werden wir noch brauchen. Bei dem Aluminium Latsch. haben wir hier. Okay. Ah, jetzt weiß ich, wie man den Large Ding da macht. Ja, einfach nur das Ganze einmal volllaufen lassen, ne? Eben. Das mache ich nämlich So. gerade hier. Also nein, Ah, jetzt ist. da kriegt man blank Käse raus, aber es gibt da noch eine Möglichkeit. Und zwar muss man da die Stone nehmen. Das Stone Large Plate. Die muss man reinlegen. Die hat Moment. Okay, ich sehe es nicht, wie viel. Warum leckt das jetzt gerade so? Ja, weil gerade deine Farm aktiv ist. Nee, ich glaube nicht, dass das deswegen ist. Okay, aber die müsste sich jetzt dann eh ausschalten. Nein, die farmt gerade schön ab. Ja, die Kiste hier ist jeden Moment voll. Beziehungsweise, ja, ist voll. Aber nimm jetzt nichts raus. Dann schaltet sie sich nämlich aus, wenn. Und das Hoppla. möchte ich ja. So, mal ein bisschen was essen wieder. Nein. Nichts passiert. Was hast du gemacht? Na, gar nichts. So, etwas Aluminiumbrass brauchen wir jetzt noch und dann haben wir es. Ja. So, siehst du, diese muss man reinlegen. Und hier Du seht ihr brauchst auch. aber aus Aluminium brauchst, du Idiot. Ja, ich Ja. weiß. Ach egal, dann machst du doch wie du willst. Ja, bin ich mal Nein. weg. So. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie man da diese Casts macht. So, ich gehe jetzt nicht in den Äther, ich muss ja noch meine Ärzte erstmal hier durchmachen. So, und ich kaufte mir den Hammer und wir brauchen danach noch etwas anderes aus Firma Expansion und zwar einen Capacitator. Wie sieht der denn aus? Ja, und übrigens, ey, wenn wir schon mal hier sind, ihr seht's auch, ich habe jetzt endlich einen eigenen Skin, wie ihr seht. Ich war Oh, mit einem Eisenhelm. interessiert gar keinen. Ja, dich vielleicht nicht. Ja. Eben. So, wir machen uns den. Nee, nicht den Leadstone. Den Hardnet, ja, können wir uns machen. Und zwar braucht er den Leadstone dann doch noch. Zwei Invar, das haben wir gerade noch. Zinn und Redstone haben wir sowieso. Und hier brauchen wir Sulfur. Oh, wo kriegen wir Sulfur her? Keine Ahnung. Ich habe noch ein paar Sticks normale Kohle gerade bekommen. Erstmal abbauen. Wo kriegen wir diesen scheiß Sulfur her? Ich glaube, es gibt da auch. Sulfur? Ja. Sulfur. Ich habe 31 Sulfur, ha. Ich gebe dir aber nichts ab. Na egal. Mal sehen. Was gibt's da für Rezepte? Ja, von Gregtech jede Menge, aber wir machen ganz bestimmt nicht die Gregtech-Methode. Jetzt habe ich schon wieder Boah. Gregtech-Rezept genommen. Gregorius Tech oder so, irgendwie heißt er ja. Ja, genau. Irgendwie so. Tiny Pile of Sulfur Dust, Force Ich bin Grinding. gleich dieser Vollspasten von diesem voll bekloppten Mod. Einen Force Grinder müssten wir uns vielleicht mal bauen, dann könnten wir uns Sulfur Ja, herstellen. Oder jetzt gibt da auch noch einen anderen aus Thermal Expansion. Oh! Netherrack. was? Oder Ohne. Kohle im Pulverisierer gibt auch. Okay. Kohlenpulverisierer? Aha.
Pulverizer. Okay, ja, dann holen wir schnell etwas Kohle. So, mein Haus ist gerade vollgeklatscht mit einem riesig fetten Teil Kohle. Erzen. Ich jetzt erstmal schon abfahren werde. Jetzt haben wir Aluminiumbeiß. Hoffentlich genug. Moment mal, wir brauchen noch etwas mehr Aluminium. Okay, eine Aluminium-Ohr sollte eigentlich reichen dafür. Und jetzt brauchen wir Sulfur. Das heißt, wir brauchen Kohle im Pulverisierer. Kohle haben wir noch mehrere Stacks rumliegen irgendwo. Genau, hier schön ein Stack. Die Chance ist 10%, dass wir ein Sulfur bekommen. Also kriegen wir insgesamt 6 Sulfur. Zum Glück haben wir bereits einen Pulverisierer gebaut, weil jetzt durch GregTech wurde das Rezept ja geändert und jetzt brauchen wir dazu sagenhafte 3 Diamanten. Bei was? Pulverizer? Pulverizer, ja. Der braucht fuck. Fuck, 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 fuck. Na, siehst du, wer hat den besseren Anfang erwischt? Du nicht. Okay, ich habe immerhin schon eine Bedbox, einen Macerator und einen Overwashing Plant und einen Generator aus Industrialkraft und das ohne GregTech gebaut. Ja, du bist auch immerhin schon 10 Folgen voraus. Das stimmt doch gar nicht, ich bin nur 18 Folgen voraus. Ja, dann eben 18. Das hört nämlich auch gerade extra nicht auf. So, hat sich die Farm ausgeschaltet? Ja. Ja, mein Render ist fertig. Gut. Wo ist die Datei? Sequenz. Das ist jetzt Minecraft-Technik. Wie viel ist er? Die 7. Ne? Ja. Das müsste eigentlich die 7. sein. Stellst du eigentlich den Harvester immer wieder um auf Sheer Leaves? Ja. Dachte ich mir doch. Ich mag das, wenn der die Leaves auch noch da vollstopft bei dir. Ich dachte doch, was ist hier verbuggt oder warum geht das nicht? Ich bin verbuggt. Ja, ich drücke auf schöne Knöpfchen in deine Maschine dran. Es war immer der gleiche Harvester und immer war nur das Leaves an. Das ist nicht der gleiche immer. Ich hatte auch mal den anderen aktiviert. Ja, aber erst einmal. Nein, dreimal waren das. Aber ich habe es dann wieder ausgemacht. Ne. So funktioniert das hier jetzt. Okay, ja, Aluminiumbars hat er rausgezogen. Ich frag mich gerade, wie viel Kohle ich aus knapp 2 Stacks rausbekommen habe mit einer Lackspitzhacke. Fast 3 Stacks. Läuft. Läuft, ne? Ja, erstmal Kohle in den Generator schmeißen. Dann mal ein bisschen Kohle in meinen Dingens da reinschmeißen. Nein! Nicht die Kohle einschmelzen, Idiot. Hoffentlich reicht das jetzt hier. Ja, ich habe endlich den Large Plate Cast bekommen. So, jetzt geht's an die Alumite-Herstellung. Jetzt müssen wir das ganze Aluminium-Bars hier wieder rausholen. Und mein Inventar sollte ich auch etwas entleeren. Dann können wir uns jetzt prinzipiell den Tank wieder hier hinstellen. Genau, dann kann wieder Lava produziert werden. Und hier ist bestimmt vollgestopft. Ja genau, hier habe ich die ganzen Leaves da drin gespeichert. Oh, ich habe ein Gold und viel Adite. Adite. Ja, aus einem Kobalt kann man glaube ich 4 Alumite herstellen. Aus einem Nether Kobalt. Was hast denn du für Kobalt? Nether. Also aus dem Nether. Okay. So, und was kann hier rein? Haben wir hier irgendwo eine Kiste, wo alles, ja, hier können wir mal das reinschmeißen, das, alles, was wir nicht brauchen im Moment. Das brauchen wir auch nicht, das ebenfalls nicht. Cobblestone haben wir auch nicht nötig, das ist okay. Ich hab dich hier nicht nötig. Okay, dann gehe ich eben. Tschüss. Okay. Nee. Ja, die letzte Folge war ja etwas kürzer, also machen wir heute etwas länger. Ist ein fairer Deal, oder? Ja, was stimmt bei dir schon? Bei dir ist ja immer alles falsch. Ja. Hast du ein Problem damit? Habe ich gesagt, dass es mich stört. Ja, hast du. Okay. Noch mehr Netherkohle. Ja. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt überhaupt? Sollte mich mal meine Curry wieder anschmeißen mit Kohle. Kohle. So, man sehen, Alumite habe ich jetzt hier mal gesucht. Das kann jetzt das Rezept laden. Und dann
lassen wir hier den restlichen, das restliche Zeugs, was wir da noch drin haben, lassen wir noch raus. So, zack. Aua. So sucht er das Alumite jetzt. Ah, noch mehr Katzen. Ja, schon mal so zum Sagen, in der nächsten Folge wird es dann definitiv um Müskaf gehen und da werden wir dann in eine neue Welt gehen mit Kregtech-Erzen. Ich gehe einfach in meiner meinigen Welt einfach nur ganz weit weg. Dann finde ich auch Sachen. Ah, meine Kirby läuft jetzt wieder. Die hatte keine Kohle mehr. Mal wieder. Ne? Ja, ich werde dann Testworks bauen. Wofür? Für meine Kirby. Testworks, ach so, zum Teleportieren. Machst du dir das so schwer? Machst du doch ganz einfach. Einfach nur eine Enderkiste reinstellen. Kann ich auch so. Wir brauchen jetzt Aluminium, Ei. Aber ja, weil das nämlich weniger kostet, als wenn du jetzt zum Beispiel das ganze Ding da reinsteckst. Also ein Tesseract baust, glaube ich. Es kostet mehr, als wenn du ja, in der Tesseract wurde ja um ein Vielfaches teurer. Ja, also da wärst du sowieso glatt viel einfacher, wenn du dir das dann mit deiner Chest machst, so wie ich. Ja, ich werde mal schauen, wie ich es dann baue. Das einfach mit meiner Sortier-Ender-Chest angekoppelt, also dieselben Farben reingegeben und jetzt wird das ins System immer alles eingespeist. Ja, okay, so kann man es auch bauen. Aluminium, Kupfer habe ich auch wieder da. So, die Herstellung von Alumite wird jetzt ziemlich lange dauern wahrscheinlich. Ich habe jetzt das Ganze, was wir brauchen, mal reingeschmissen da. Okay, aber naja, wir greifen uns in dieser Zeit mal den Capacitator. Boah, ich kann mit Uran nichts anfangen, ey, Moment. Ich will endlich einen Reaktor bauen, aber ich kann es einfach nicht. Ja, ich, Doch, man kann jetzt Uran anschmelzen in Uranium-Ingots. Geil. Konnte ich nämlich vorher nicht. Ja, ich bin schon ziemlich weit mit meinem Programm für das Reaktor kontrollieren. Jetzt mittlerweile bin ich so weit, falls der Reaktor überhitzt wird, dann gibt er ein Signal raus, dass der Reaktor ausgeschaltet wird wieder. Und jetzt möchte ich danach auch noch etwas einbauen, damit sich der Reaktor ausschaltet, falls zum Beispiel die MFSU oder so voll ist oder falls ja, das Kühlersystem nicht richtig funktioniert oder so, weil ich werde meinen Reaktor mit Eis kühlen wahrscheinlich. Ach ja, Nico. Hä? Man kann die ja auch ohne Kühlzellen oder überhaupt Eis kühlen, also passiv kühlen, geht auch. Ja. Aber dabei muss man halt weniger Uranzellen nehmen, weil je mehr Uranzellen, desto mehr Kühlung braucht er ja und da reicht dann die Passivkühlung an sich auch nicht mehr aus dann. Ne? Genau. Add Thermal Expansion, so man sehen, wo ist unser. Wahrscheinlich werde ich meinen aber richtig kühlen. So, das ich grab mich jetzt mal nach unten in der normalen Welt. Ja, also ich werde meinen halt mit ganz normalen Sachen betreiben, also mit normalen Kühlzellen, die in den Reaktor reingehen und nicht mit Eis. Ach so. Oder ich werde mir das halt bei dir erstmal angucken. Ich kenne mich auch beim Reaktor noch nicht so aus, weil ich benutze eigentlich immer Lava oder irgendwelche Windmühlen. Hast ja gesehen, jetzt kompakt Windmills haben wir jetzt auch wieder drin. So, das... Wir nehmen eigentlich die Hacke, ich muss jetzt die schlechtere Hacke nehmen. Ich grab mich gerade mit meiner Lackhacke runter und krieg natürlich dann das Dreifache an Cobblestone. Das ist natürlich auch sehr schlau. Ach, das geht auch bei Cobblestone. Keine Ahnung. Ich dachte das jetzt einfach mal. Ach so. Ich weiß es selber nicht. So, wir haben jetzt einen Hardnet Flux Capacitator, der kann 400.000 Redstone Flux speichern. Und das, was wir dann noch brauchen dazu, um den aufzuladen, wäre ein Energy Infuser. Den werde ich mir noch craften dann bis zum nächsten Mal. Ah, den habe ich schon. Ich sag nur Gregtech. Ach, echt jetzt? Ja, danach. Energy Infuser. Wo ist der? Hier, Energetic Infuser. Okay, Electrum Gear. Maschine von. Also bei mir. Ja, und was sollte daran teuer sein? Oh Mann, Gregtech, wieso jetzt? Ja, von ich glaube, die stecken mit dir unter einer Decke. Ja, und jetzt sechs Alumite und wir brauchen. Oh ja, stell dir das mal real vor, unter einer Decke mit denen. Oh ja. Oh, cool. So, wir brauchen noch etwas mehr
Eisen, so wie es aussieht. Dann haben wir hier eine schöne Menge Elumite. Und bis zum nächsten Mal werden wir dann sehen, wie das durchgelaufen ist. Und dann craften wir uns den Hammer mit dieser Energiezelle hier. Den Energetic Infuser werde ich noch craften, wie gesagt. Und das erste Mal geht es dann definitiv los mit Mythcraft. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Und ich ciao.